Ja, dann kam natürlich der Klassiker, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen und dann wusste ich eigentlich schon wieder, was Phase ist. Dann habe ich gesagt, weißt du was, wenn der Zahn noch vorbeikommt, die Knete auf den Tisch batzt, ne? Und dann die Karre mitnimmt und nicht lang rumschnuggelt hier, AB, was, letzte Preis, dies, das, und verrät euch jetzt hier ganz klassisch, was er da an Gewinn gemacht hat. Ich bin ja nicht so, warum soll ich so sein? Ich habe an diesem Paket im Januar ja, Freunde, da verlässt uns die E-Klasse im Februar, Anfang Februar, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar zu einem neuen Autohändler-Update-Video. Lang hat es gedauert, aber Zalo ist back in the game, Zalo ist back im Autohändler-Alltag. Freunde, ich habe euch ja gesagt, ich habe ein neues Geschäftsmodell. Viele von euch haben gedacht, ich bin jetzt komplett von der Bildfläche verschwunden, aber ich bin noch da. Und ich habe mich ganz wacker geschlagen im Januar. Warum? Habt ihr das Video angeklickt? Natürlich wollt ihr mal wieder Zahlen, Daten, Fakten vom Zalo sehen. Keiner zieht die Hose aus, außer der Zalo. Bekommt ihr natürlich mal wieder in diesem Video. Vorher möchte ich euch natürlich mal wieder zeigen, was hier los ist. Wie ihr sehen könnt, Platz ist natürlich immer noch leer. Ich habe es euch ganz deutlich gesagt, ich mache nur noch Business to Business. Genau, und B2C ist Business to Customer. Das heißt, keine Privatkunden mehr. Zalo hat da keine Böcke mehr drauf. Die E-Klasse, Mercedes E-Klasse, die ihr gerade gesehen habt, die hatte Kennzeichen drauf mit einem roten Streifen. Das heißt, das sind Ausfuhrzollkennzeichen. Das Fahrzeug geht nach Griechenland. War ein sehr, sehr netter Kontakt. Und normalerweise hätte ich das Fahrzeug gar nicht mehr verkauft bekommen. Warum? Kann ich euch natürlich erklären. Für mich geht es die kommenden Tage tatsächlich auf Dienstreise. Da steht uns eine ganz, ganz spannende Zeit bevor. Also hier einmal den Kanal, Freunde, abonnieren, Glocke aktivieren. Da werdet ihr da immer auf dem neuesten Stand bleiben. Ich glaube, das könnte richtig, richtig lustig werden und teilweise auch aufregend. Also da verspreche ich, glaube ich, nicht zu viel. Wie dem auch sei, hatte ich mir trotzdem noch den Lachs angelacht hier, die E-Klasse, vor dem Urlaub und dachte mir, beziehungsweise vor der Geschäftsreise, und dachte mir, Mensch, ob du den jetzt nochmal verkauft bekommst oder nicht, das sind natürlich auch mal wieder knapp 30 Mille, die an da stehen, ne? Und das wäre dann ein bisschen blöd gewesen. Und dann habe ich das Fahrzeug inseriert, tatsächlich nur die Daten. Ich habe keine Bilder gehabt. Und normalerweise ist es wirklich so, du kriegst ein Auto niemals verkauft, wenn keine Bilder drin sind. Das kannst du einfach schlicht und greifend vergessen. Das Auto kriegst du niemals verkauft. Es ist wirklich immer Inserat, muss mit Bildern, ansonsten kannst du halt eigentlich schon vergessen. Und deswegen hatte ich mir da gar nicht viel Hoffnung gemacht, aber ich wollte dann die kommenden Tage Bilder machen und dachte mir, oh, so ein Fahrzeug innerhalb einer Woche verkaufen, da muss schon der Preis stimmen. Tatsächlich war das Wetter aber so schlecht, dass ich dann schlussendlich keine Bilder machen konnte. Ich bin einfach nicht dazu gekommen und auf einmal hat mir eine ausländische Nummer bei WhatsApp geschrieben, aber die ganze Zeit auf Englisch. Ja, und ich wusste gar nicht, dass er Grieche war. Das habe ich erst ein paar Tage später gewonnen. Und er sagt, ey, ich habe richtig Interesse an dem Auto. Kann ich mir das angucken kommen? Ich so, ja, eigentlich schon gerne, aber die Papiere sind noch nicht da. Das Fahrzeug muss ausgelöst werden bei der Bank. Und ich dachte mir, das kann nicht wahr sein, ne? Jetzt kannst du schon das Fahrzeug fast verkaufen und dann musst du den potenziellen Kunden leider hinhalten. Dann hat der Gute sich nochmal ein, zwei Tage gemeldet, habe ich ihn leider vertrösten müssen, habe leider gesagt, der Brief ist leider noch nicht da. Und da habe ich später erfahren, weil er sich auf einmal nicht mehr gemeldet hat, da habe ich mir schon gedacht, jetzt ist das Interesse an dem Fahrzeug leider weg. Ja, und so war es dann eigentlich auch schon fast gekommen. Er ist dann von Düsseldorf nach Hamburg schon gefahren, weil er da ein Auto gefunden hatte. Und dann zwei, drei Tage später habe ich ihn dann nochmal von mir aus angeschrieben, habe gesagt, wie sieht's aus? Auf Griechisch dann natürlich. Da kam natürlich so ein bisschen die Sympathiepunkte. Grieche zu Grieche ist natürlich klar. Und wisst ihr, wo er in dem Moment gerade war, wo ich ihn angeschrieben habe? Er war gerade dabei, den Kaufvertrag zu überschreiben für auch eine E-Klasse in Hamburg. Ja, das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Daraufhin hat er mich dann telefonisch kontaktiert. Wir hatten uns da lustigerweise auch zum ersten Mal erst per Telefon gehört. Und da konnte man sich dann natürlich besser verständigen. Und dann war dann die Sache klar, da hat er gefragt, hör mal, ist das jetzt ernst von dir? Hast du die Papiere da? Kann ich mich jetzt auf dich verlassen? Bist du immer am Telefon und so? Weil dann komme ich jetzt runtergefahren. Ich komme jetzt runtergefahren zu dir, weil er hatte einfach die Einstellung, er wollte lieber mit einem Landsmann von ihm ein Geschäft machen. Absoluter Ehrenmann. Und so schließt sich der Kreis, Freunde. Ich sag's fast in allen Videos. Seid ihr korrekt, seid ihr gerade, geht ihr gerade durchs Leben, macht keine krummen Dinger. Und seid einfach zu alles und jedem korrekt und könnt euch immer selbst geradeaus in den Spiegel in die Augen schauen. Ne? Dann kommt immer von rechts und links einfach ein positiver Schicksalsschlag. Ist einfach so, wirklich. Da glaube ich dran. In meinem Fall bestätigt sich das immer wieder. Ich will mir nicht selber auf die Schulter klopfen, um Gottes Willen. Aber es sind halt einfach Fakten, wie man ja unschwer erkennen kann. Er hätte das Fahrzeug da kaufen können. Warum hat er es hier gekauft, ne? Also das waren jetzt auch wieder... Und das vor meiner Geschäftsreise jetzt. Besser konnte es nicht laufen, wirklich. So, damit haben wir jetzt schon mal den Verkauf der E-Klasse im Februar abgeschlossen. Da habt ihr die ganze Story gesehen. Ich habe für die noch Ausfuhrzollkennzeichen gemacht. Ganz normal Rechnung geschrieben, alles. Ja,
Er hat bezahlt und jetzt fährt er direkt zurück nach Griechenland. Ich habe die Jungs noch abgeholt aus der Stadt, habe mit denen zusammen die Kennzeichen geholt, habe die noch zum Kaffee eingeladen am Wochenende, die Zeit, wo die Zeit überbrücken mussten. Weil die Papiere habe ich übers Wochenende abgegeben und die sind jetzt erst am Montag fertig geworden. Ja, und so war das alles ein super reibungsloser Kontakt. Dann geht's weiter hier mit dem BMW, den zeige ich euch mal hier. Gehen wir mal kurz näher drauf ein. Den habt ihr ja schon mal im vorherigen Video gesehen. Ein schöner 1er BMW hier. Geile Merkmale sind 5 Türen, M-Paket. Innen und außen sieht geil aus. LED-Scheibenwerfer, 18 Zoll Alufelgen, Winterbereifung auf Alufelgen, ist ganz nett. Und jetzt kommt wohl das Prunkstück hier an dem ganzen Fahrzeug. Und zwar ist das umgebaute M140i Heck mit Original BMW Teilen. Kommt auch, also wirklich auch Abgasanlage. Kein Fake hier, das nur aus einem Rohr Rauch rauskommt oder etc. Ne? PDC vorne, hinten. Navigationssystem ist auch am Start. Und wir haben tatsächlich noch einen Schaltwagen. Ja, wie gesagt, M-Paket innen außen. Der war minimal über Marktwert inseriert. Warum? Weil er halt eine geile Ausstattung hat, eine geile Farbe und halt auch das Heck. Und da hat sich wirklich ein potenzieller Kunde auch noch dazu gemeldet, zu der E-Klasse. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt wirst du gleich zwei auf einen Streich los und du hast dann hier keine Steher, wo du Kopfschmerzen hast, wenn du auf Geschäftsreise bist. Dann dachte ich mir, besser kann es ja nicht laufen. Und dann hat er am Telefon, also ganz junger, netter deutscher Mann, hat dann halt gefragt am Telefon direkt nach Probefahrt und ist eigentlich schon mal das erste Indiz für einen Probefahrttouristen. Normalerweise, wenn jemand ein Auto richtig ernsthaft kaufen will, sagt der, kann ich vorbeikommen, ich möchte mir das Auto anschauen. Und der fragt nicht direkt nach der Probefahrt. Sind meine Erfahrungswerte. Mögt ihr vielleicht besser wissen, ich spiegel einfach nur meine Erfahrungswerte wieder. Dann kam der junge Mann vorbei mit seiner Gattin und ja, hat sich das Fahrzeug erstmal angeschaut, wollte aber gar nicht viel reden, gar nicht viel gucken. Er sagte direkt Probefahrt. Und eigentlich ist das ja jetzt nicht so ein, das Ding hat ja jetzt nicht 400-500 PS, aber man sagt, man muss das unbedingt mal Probefahren oder so. Ne? Man weiß ja ungefähr, wie sich so ein Einser gefährt. 120, 130 PS, mehr haben die Dinger ja nicht. Was willst du da groß testen? Ne? Klar, du kannst dir einen Überblick über die Fahreigenschaften verschaffen. Bremse, Lenkung, Spur, zieht das Fahrzeug, Geräusche, Motor, Getriebe, das ist natürlich ganz klar, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber jetzt hier Fahrdynamik oder sowas, ne? Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir sind dann Probe gefahren, alles war unauffällig, alles war super. Fahrzeug lief einwandfrei. Und dann kam er wirklich um 17 Uhr nachmittags, sind wir die Runde gefahren. Und da hat er dann gefragt, ob hier nicht mal irgendwo unbegrenzt ist, hier mitten im Wuppertal. Ne? Da habe ich gesagt, du, Jung, sorry, da muss ich dich enttäuschen. Unbegrenzt zu fahren, das wird jetzt hier ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Ja, und dann war er ein bisschen enttäuscht, habe ich gesagt, tut mir leid, aber die Verkehrsverhältnisse, da habe ich jetzt nun wirklich wahrhaftig keinen Einfluss drauf. Und dann sagt er, ja, nee, ist ja okay. Und dann hat er irgendwie mal einen Gang durchgezogen und dann war er eigentlich, ja, sagt er, fährt's ja gut, beschleunigt ja gut. Also er hat die ganze Probefahrt, hat er nicht einen negativen Aspekt über das Fahrzeug verloren. Es war alles super, es war alles Taco. Dann ging es um die Preisverhandlung und ich habe gesagt, du, Preis ist fest. Allerdings, du bekommst eine Inspektion, Ölfilter, Luftfilter, also einen kleinen Service. Du bekommst ein Jahr Garantie, weil wenn ich an Privatkunden verkaufe, dann nur mit Garantie, weil dann kann er sich bei einem Fall an die Garantie wenden, weil die dann abgeschlossen ist und nicht an mich. Ne? Weil bei Verkauf ist hier an diesem Fahrzeug kein Mangel. Zusätzlich obendrauf bekommst du noch die Hauptuntersuchung TÜV neu. Das heißt, du hast die nächsten 2 Jahre nach BMW Serviceintervall erstmal Ruhe. Ich will natürlich jährlich immer einen Service machen, ist immer besser. Eine Ölwechsel kostet nichts und hast dem Motor einfach was Gutes getan. Also Garantie, TÜV, Inspektion. Ruhe, 8-fach bereift, Winterreifen sogar auf Alufelge, was willst du mehr? Ja, dann kam natürlich der Klassiker, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen und dann wusste ich eigentlich schon wieder, was Phase ist. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ist ja nicht schlimm, melde dich einfach, auch wenn nein, ist natürlich in Ordnung. Ja, dann hat er sich am nächsten Morgen wollte er sich melden, hat er sich nächsten Abend gemeldet. Ich habe mich für ein anderes Angebot entschieden. Ja, ist halt so, was willst du machen, aber die Stunde, die wir hier am Platz rumgeschwirrt haben und die halbe Stunde Probefahrt und die halbe Stunde Benzin, die wir da durchgejagt haben, die kriege ich natürlich auch nicht wieder, ne? Aber das gehört wohl zum Geschäft dazu. So, Freunde, und ich muss auch wirklich sagen, so langsam sehe ich mich auf dem Kiesplatz hier nicht mehr so und in meiner Hexenhütte. Das war ja für den Anfang, war das alles ganz nett und schön und hat auch Spaß gemacht, aber ich glaube, so kurz über lang würde ich mich doch irgendwie über eine andere Immobilie irgendwie freuen. Weiß ich nicht. Irgendwie fühle ich das hier nicht mehr so. Den Kiesplatz hier, immer das ganze Unkraut und dann stehen die Autos draußen. Finde ich irgendwie nicht mehr so. Aber wir wollen natürlich nicht lange rumquatschen. Ihr wollt die Zahlen, Daten, Fakten sehen. Zum Januar bei Zallo Automobile. Und die lege ich euch natürlich mal wieder so, wie ich bin. Ganz klassisch offen da. Ihr wisstet, Papier, Stift und der Zallo. Und dann, wenn hier
Zahlen, Daten, Fakten aufgemalt. Also ich werde das Ganze mal so ein bisschen erzählen und werde das dann parallel aufschreiben und dann gucken wir uns mal am Ende an, was der Zalo denn so verdient hat im Januar. So, ihr müsst euch vorstellen, ich habe euch ja damals schon mal gezeigt, was man an einem so einem Gebrauchten verdient, wenn man ein bisschen im Segment mit Kleinwagen arbeitet, die vielleicht ein bisschen was mehr gelaufen haben, die schon ein bisschen was älter sind. Kleine Preiskategorie, ich sag mal Budget bis 5, 4, 3 bis 6, 7.000 Euro. So, da kann man, da ist ja, da leuchtet jedem ein, 3.000 bis 7.000 Euro, das ist ja nicht in Anführungszeichen nicht viel Geld, im Gegensatz zu einem Auto, was 100.000 Euro kostet. Das heißt, da kannst du auch bei einem Einkauf, als Händlereinkauf, bei dem der es verkauft, nicht viel handeln, weil der wird es ja nicht für 2.000 abgeben, wenn es für 5.000 gehandelt wird zum Beispiel, ne? Es sei denn, da läuft halt nicht ganz knusper im Oberstöbchen. Dementsprechend kann die Marge bei einem kleinen Auto niemals so groß sein. Anders sieht es aus in den Regionen, wo wir uns in höher preiskategorisch Fahrzeuge bewegen. Zum Beispiel ab 50.000 Euro. Gehen wir zum Beispiel 100.000 Euro. Wie jemand, der 100.000 Euro besitzt, ja, wenn er da reibungslos läuft, wenn der Zalo da vorbeikommt, die Knete auf dem Tisch batzt, ne, und dann die Karre mitnimmt und nicht lang rumschnuggelt, hier, Abi, was, letzte Preis, dies, das, dann ist dem das auch lieber, wenn er ein bisschen auf Geld verzichtet und das Auto schneller los ist. Und demnach, dann hast du dann vielleicht 10.000 bis 15.000 Euro. Vielleicht, wenn du mal einen richtig geilen Fang gemacht hast, hast du dann das Spielraum. Ja, und wie ihr wisst, habe ich mich ja von diesen kleinen Autos verabschiedet. Ich hatte ja früher mal bis zu 15 Autos hier auf dem Platz und habe die dann versucht zu drehen, zu rangieren, das heißt zu verkaufen, neu einzukaufen etc. Bin hier rotiert wie ein Bekloppten, weil da wirklich alleine mal hoch ist und habe mich jetzt verabschiedet und konzentriere mich jetzt auf Sportwagen, kaufe die an und versuche die im besten Falle direkt an den Händler weiterzuschieben. Mach auch in dem Fall nicht so den riesen Reibach, aber ich habe keine Kopfschmerzen, ich habe keine Gewährleistung, ich habe keine Garantie, ich bin kein Ansprechpartner mehr. Ich kaufe das Auto, ich verkaufe es weiter, aus den Augen, aus dem Sinn. Feierabend, tschüss aus, auf Wiedersehen. Ganz einfach gesagt. Ja, und dann kommen wir zum der E63. Den hatte ich ja auch verkauft. Und zwar hat sich dann Händler interessiert für den E63. Den hatte ich jetzt, pass auf, kommt eine geile Story. Überlegt euch mal, warum schlagt ihr beim Zalo nicht zu? Ich verstehe das nicht. Der Zalo haut euch Preise raus. Hier kommt das lebendige Beispiel. Verstehe ich nicht, warum ihr da nicht zuschlagt. Ich hatte den inseriert, Achtung, für 29.500 Euro. Weil ich den auf die Schnelle loswerden wollte. Ne? Dann hat sich bei mir ein Händler angekündigt und hat gesagt, du, weißt du was, mach mir mal einen Preis für den E63. Habe ich ihm gesagt, so und so. Sagt er, weißt du was, ich zahle dir Summe X, so und so, habe ich gesagt, aber nur, wenn du den Dodge nimmst. Wenn du den Dodge nimmst, zu dem und dem Preis. Ja, und da haben wir uns darauf geeinigt. Das heißt, er hat den Challenger und den E63 AMG für Summe X bei mir gekauft. Aber beim E63 AMG kann ich euch das offenlegen. Ich habe den angeboten für 29.500. Er hat den angeboten für 32.500 Euro oder 900 Euro und hat den für 32.500 Euro verkauft. Innerhalb einer Woche, das ging Schlag auf Schlag. Und da frage ich mich, ich habe das Auto 3.000 Euro günstiger angeboten, warum wird da nicht zugeschlagen? Aber ist halt so. Jetzt könnte man sagen, du Zalo, hast du Scheiße gebaut, da sind ja ein paar Riesen durch die Lappen gegangen. Ist ja alles schön und gut, aber ich weiß ja, für welchen Weg ich mich entschieden habe. Und dazu gehört natürlich auch, wenn du kopfschmerzfreier arbeitest, dass du dann vielleicht auch, dass der ein oder andere Groschen auf der Strecke bleibt, ne, und ich dann da weniger verdiene. Ist aber auch gar kein Problem. Ich gönne genauso, wie er seinen Gewinn gemacht hat, ich werde da gar nicht neidisch oder ich komme da gar nicht von meinem Weg ab. Warum soll ich ihm denn nicht seinen Gewinn gönnen? Ne? Wenn er seinen Gewinn an meinen Autos macht, wird er auch öfter bei mir einkaufen. Das ist auch immer das Fehlglaube, den andere haben. Und das ist einfach meine Philosophie und Strategie und mit der fahre ich ja bislang nicht so schlecht, ne. Und ich bin mir sicher, würde ich da jetzt irgendwie neidisch sein oder, dann würden bei mir auch irgendwann die Geschlechter schlechter laufen. Da glaube ich wirklich an Karma. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. E63 AMG Challenger verkauft im Paket und dazu noch den guten C63 AMG. Das heißt, ihr seht, ist ein bisschen hochkarätiger geworden beim Zalo. Freut mich sehr, ich hoffe euch auch. Kriegt schon gleich das Lippen auf den Augen, wenn du mal so ein E63 AMG verkaufst, so ein Challenger und so ein C63 AMG Baujahr 2015. Wohl gesagt, so, oder sogar 2016 war das, vom guten Wilfried. Da haben sich die Zeiten schon ein bisschen geändert. Der ein oder andere Zuschauer hier, der wird sich vielleicht noch erinnern können, wo wir hier am Kiesplatz waren, Kleinwagen mit Gebrauchsspuren etc., wie wir uns da einen abgekämpft haben, die frisch gemacht haben, TÜV gemacht haben, Service gemacht haben, durchrepariert haben, um die an den Mann zu bekommen.
für eine kleine müde Mark. Und jetzt sind wir hier mittlerweile angekommen. Dafür möchte ich mich natürlich auch nochmal bedanken. Dafür trägt natürlich auch jeder Zuschauer bei. Ist ganz einfach so. Und ich bin auch froh, dass ihr mich weiter auf meinem Weg begleitet. Und ich bin weiterhin gespannt, wohin die Reise führt, meine lieben Freunde. Kommen wir nun endlich zu den Zahlen, Daten, Fakten. Ich kann euch verraten, dass ich mit diesen drei Autos eine sechsstellige Summe in dem Monat Januar bewegt habe. Und das ist auch nicht ganz unbeachtlich. Die muss man auch erstmal aufweisen, um natürlich diese Fahrzeuge einkaufen zu können und sie dann auch wieder an den Mann bringen zu können. Ne? Ohne Moos nichts los, hast du keine Knete, kannst die Autos nicht kaufen und kannst keinen Gewinn machen. Ne? Ist eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Da brauchen wir uns nichts vormachen. So, jetzt denken natürlich viele, was? 100.000 Euro bewegt, was ist los? Ist er schwer reich geworden? Nein, darum geht es natürlich nur, dass man quasi den Fahrzeugwert bewegt hat. Ne? E63 Challenger, C63 AMG haben sich im Paket, war das ein Fahrzeugwert von 100.000 Euro. Und der Zalo lässt sich natürlich mal wieder nicht lumpen und verrät euch jetzt hier ganz klassisch, was er da an Gewinn gemacht hat. Ich bin ja nicht so, warum soll ich so sein? Ich habe an diesem Paket im Januar insgesamt, ich werde jetzt hier auf keine einzelnen Zahlen eingehen, das wäre unfair gegenüber den Händlern, sondern ich werde einfach sagen, weil dann kann man das nicht durchrechnen, was ich für welches Auto bekommen habe oder. Ich habe an diesem Paket, quasi an diesen Verkäufen im Januar, 10% Umsatz gemacht. Ganz wichtig, Umsatz, ja. Das heißt, es sind 10.000 Euro für jeden, der das mal eben im Kopf rechnen kann, ne? Das ist ja nicht schwer. Halt, stopp, Freunde. Ich weiß schon, jeder will schon wieder aufschreien. Nein, das hat sich der Zalo nicht in die Tasche geschoben. Ich habe keine 10.000 Euro reinen Gewinn gemacht, der jetzt in meine Tasche fließt. Ihr dürft euch beruhigen. Ja, es ist nicht so. So, warum? Zeige ich euch jetzt anhand der Rechnung. Ganz einfach. Wir haben natürlich Abzüge, steuerliche Abzüge. Jetzt kommt wieder der Zalo. Jetzt rechne ich euch das mal hier vor. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, egal was ihr in Deutschland kauft, ihr habt da drauf eine Mehrwertsteuer, die sogenannte Märchensteuer, 19%, wisst ihr alle. Wenn ich jetzt ein Auto von privat kaufe, was keine Steuer hat, dann kaufe ich ja quasi ein Auto ohne Steuer. Also kann ich es ja auch nicht mit Steuer weiterverkaufen, nicht an Händler und auch nicht an einen Privatkunden. Aber so einfach kommst du natürlich nicht davon, dass du jetzt einfach sagen kannst, du kaufst ohne Steuer, also verkaufst du auch ohne Steuer. Nein, dann hast du die Differenzbesteuerung. Das heißt, du kaufst für 5.000 ein, du verkaufst das für 10.000, also muss die Differenz davon versteuert werden. So, wir haben jetzt hier die 10.000 Euro Umsatz und wir rechnen jetzt einfach ganz grob. So rechnet man nicht die Mehrwertsteuer aus, ne? Aber das ist jetzt hier auch nur ein Rechenbeispiel. Ihr dürft euch hier nicht an irgendwelchen Zahlen festnageln, damit ihr einfach seht, grobe Richtung, wo geht es hier hin, ja? Also, 10.000 durch 100 und dann rechnen wir mal 81, das sind nicht die 100, minus die 19% Steuer, die wir dann haben. Also 8.100 Euro, die dann übrig bleiben. Also da seht ihr mal, von den ursprünglich 10.000 Euro sind 2.000 Euro mal ganz geschmeidig ans Finanzamt geflattert. So, jetzt rechnen wir hier noch unsere Fixkosten ab, die natürlich auch ein paar Tauis sind im Monat. Da wollen wir uns auch gar nicht drüber unterhalten. Und da haben wir noch nicht gegessen, da haben wir noch keinen Spaß gehabt, da haben wir die Karre noch nicht getankt von privat jetzt, ne? Zahlt sich auch ein Lohn aus. Und hier sind auch noch nicht die Aufwandskosten. Ne? Ich bin natürlich auch nach Dresden gefahren, hin und zurück. Das hat auch ein paar hundert Euro Benzin gekostet, etc. Die ganzen Aufwandskosten im Monat, die natürlich so ein Geschäft mit sich trägt, die sind hier noch nicht abgerechnet. Und wenn dann alles abgerechnet ist, wenn deine, sag ich mal, Fixkosten des Ladens und die Unterhaltungskosten, wie ihr das Geschäft jetzt hier über die Bühne gebracht habt, ne, dann kommt natürlich auch noch die Gewinnsteuer oben drauf. Ne? Das heißt, dein schlussendlicher Gewinn, der wird natürlich auch dementsprechend versteuert. So wie euer Lohn natürlich auch versteuert wird. Lohnsteuer nennt man sowas, ne? Ja, Freunde, also ihr habt gesehen, man stellt es sich vielleicht mal einfach vor, aber es ist nicht so einfach und deswegen bin ich auch diesen Weg eingeschlagen. Ich bin jetzt ganz zufrieden mit diesem Weg. Wie gesagt, durch YouTube kommt natürlich auch noch eine Mark rein. Das dürfen wir natürlich nicht vernachlässigen. Und ich hoffe einfach, der Einblick mal wieder hier in den Autohändleralltag und in den Januar. Wie fandet ihr den Start von Zalo Automobile in den Januar? Würde mich mal interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da und freut euch auf die weitere Zeit Geschäftsreise, wohin es geht. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ihr freut euch drauf. Und ich würde sagen, lasst ein Abo da. Sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Freunde. Ciao.